Beim letzten Mal sind wir der Liga AG beigetreten und sollten ja jetzt, unsere aktuelle Mission ist irgendwie unsere BP auszugeben. Das ist der PC der Liga AG. Was möchtest du tun? BP übertragen? Hilf uns mit coolen Wurfstilen. Wolltest du deine Pokébälle schon immer auf coole Weise werfen? Gegen eine kleine Spende kannst du mit mir an der Entwicklung neuer Wurfstile arbeiten. Ja, 450 ist okay. Ja, bring. Danke für die Unterstützung, Tim. Tut mir leid, dass wir das Ganze übers Handy machen müssen, aber uns kommen sicher auch so ein paar Zündideen für neue Wurfstile. Hm, also der Arm muss zunächst so und das Bein dann so. Ja, ich hab's, das ist es. Alles klar, mit dir darüber zu sprechen hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du deinen Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Wenn man jetzt wirklich den Wurfstil auswählen kann, wie geil ist das denn? Schon erledigt, nicht schlecht. Und das, obwohl es das erste Mal für dich war. Du scheinst echt was drauf zu haben. Ich habe hier noch ein tolles Geschenk für dich. Ein Superfang wie du kann damit sicher was anfangen. Willst du den Superfang-Pin? Ja. Ui. Ja, das kannst du auch noch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlook unterwegs. Nice. Wie gesagt, wir sind jetzt vorläufige AG-Buddies. Also kannst du die Kiste benutzen, wann du willst. Und hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir unbegrenzte Snacks nehmen. Ein besonderes AG-Angebot. Du meinst die ganzen Packungen, die du angebrochen und dann vergessen hast? Keine Ahnung, wie lange du die hier schon rumliegen. Lass besser die Finger davon. So, nach dem ganzen Tag knurrt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mache einen Abstecher in die Mensa. Wenn du offiziell Mitglied werden willst, könnten wir uns bei einem Mensa-Date darüber unterhalten. Bei einem was? Wir sehen uns. Ah, so ein Trottel, was geht nur in seinem Kopf vor? Und ein Mensa-Date, was soll das bitte bedeuten? Entspann dich. Ich sag dir nur, als ob mich dieses Date-Gerede auch nur im geringsten interessieren würde. Sorry, dieser Raum stresst mich einfach. Ich glaube, sie will selber mit ihm losgehen. Aber egal. Lass uns woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Wie wär's mit deinem Zimmer? Gibt's hier noch welche? Oh. Ja. Alter, wie viele BP teilweise. Ja, bring. Bedankte, was für ein Wurfstil möchtest du denn lernen? Lässiger Stil. Alles klar, halte den Ball fest in der Hand und dann zack. Oh, geil. Nice. Finde ich cool. Wie so ein richtiger Snob den Ball werfen. Finde ich geil. Ja, ich mache mal meine Mission. Mein Zimmer am besten. Naja. Ist schon interessant hier irgendwie. So, das hier ist also dein Zimmer. Fast alle Schüler wohnen in Schlafräumen hier an der Blaubeerakademie, weißt du? Wie findest du es so im Vergleich zu den Zimmern an deiner Akademie? Alles ist ja blau. Naja, wir haben ja auch Blaubeere im Namen. Klar, dass du da alles blau ist. Du kannst mich ja demnächst mal in meinem Zimmer besuchen. Ach richtig, ich wollte noch mit dir über ein paar Dinge reden. Über Levi zum Beispiel und über Yo. Levi? Ah, Levi, diesen Knallkopf darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Null-Bock-Ausstrahlung, aber man weiß nie, was er gerade wieder ausheckt. Dieser Volltrottel regt mich echt auf. Er geht auch kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Traue ihm jedenfalls nicht über den Weg, auf keinen Fall, klar? Huh. Und da gibt's dann noch was. Yo? Yo, ich meine, du hast ihn ja vorhin gesehen. In letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Kitakami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein, Tag aus trainiert und kämpft er mit seinem Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf opfern muss. Er ist wirklich viel stärker geworden. Sogar Levi, der mal der Stärkere an der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Mittlerweile ist Joe der Leiter der Liga AG und Champ der Blaubeerliga? What the fuck? Bestimmt hat er viel zu tun. In letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Aber was soll's, das ist wahrscheinlich nur so eine Phase von ihm. Joe hat sich verändert, aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin ein guter Freund, ja? Ja.
Danke. Naja, du hast jetzt gleich deinen Mensa da. Ich meine, du triffst dich gleich mit Livy, oder? Würde gern mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz tatsächlich schreiben. Es wäre schön, wenn du auch der Liga AG beitreten würdest. Wenn Livy dir irgendwie blöd kommt, verpasse ihm einfach einen ordentlichen Doppelkick. Boah, mit dem Team schwierig. Aber ich probier's. Naja. Chillt ihr einfach in mein Zimmer oder was? Junge, was soll denn das? Warum sind wir in einer Ei? Gefällt mir immer noch nicht. Warte mal, um gegen die Top 4 zu kämpfen? Gegen die Top 4 zu kämpfen, muss man erst ihre Top 4 Challenge abschließen. Oh. Und Joe ist der Champion. Hallöchen, such dir, was du essen magst. Keine BP mehr. Ich gerne die Pizza. Was soll denn das? Ah, da ist er. Ich habe schon gefragt, wo er ist. Aber ich speichere mal lieber vorher. Mein Team ist so ein bisschen, jetzt nicht sagen schwach, aber schwach. Hey Tim, was geht? Im Stehen redet sich nicht zu Beginn. Setz dich doch. Also, wenn du mich fragst, ist das Akademie-Menü das Beste hier in der Mensa. Da sind so viele weiche Zutaten drin, dass man kaum kauen muss. Gut gekaut ist halb verdaut. Haha, du hörst dich an wie meine Mutter. Sag mal, du hast doch starke Pokémon, oder? Mit so einem Team könntest du versuchen, an die Spitze der Blaubeerliga zu kommen. Wäre das nicht krass, wenn es ausgerechnet ein Austauschschüler nach ganz oben schaffen würde? Deshalb fände ich es cool, wenn du an der Blaubeerliga teilnehmen würdest, ne? Bin dabei. Oh, seine Majestät gibt sich die Ehre. Oh, da ist der Champ. Und die Top 4. Levi, was wolltest du besprechen? Ah, nichts Besonderes. Dachte nur, wir könnten mal wieder zusammen den Happen essen. Die Mensa ist als Treffpunkt dafür wie geschaffen, findest du nicht auch? So, eine Zeitverschwendung. Solltest du nicht lieber deine Pokémon trainieren, wenn du für sowas Zeit hast? Kein Wunder, dass du immer gegen mich verlierst. Oh, voll abgeblitzt. Kann dich denn nicht mal die Anwesenheit deines Lieblingssohnes umstimmen? Was, Tim? Du hast sie verändert. Aber was machst du hier? Nanu, wusstest du das etwa nicht? Er ist der als Austauschschüler hier. Stimmt das wirklich? Ja, ich kann das auch bestätigen. Direktor Chiano hat uns im Eingangsbereich einander vorgestellt. Die zwei verstehen uns schon blendend. Ich habe ihn auch gerade eingeladen, in der Blaubeerliga teilzunehmen. Oh, das gefällt mir. Da kocht gleich die Stimmung. Was? Noch nie zuvor hat ein Schüler einer anderen Schule an der Blaubeerliga teilgenommen. Ja, eben. Tim mag zwar ein starker Trainer sein, aber das geht schon fast zu weit. Ach, kommt schon. Sei doch keine Spielverderberin. Er besucht denselben Unterricht wie wir und hat ein Zimmer hier an unserer Akademie. Es reicht doch wohl, um ihn genauso zu behandeln wie alle anderen. Außerdem wird jedoch so viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Gut, das stimmt Wert ab. Ich bin natürlich voll dafür. Tara, was willst du? Es tut mir leid, aber ich finde, dass das gegen die Regeln verstößt. Matt. Ach, der heißt Matt. Ich find's gut. Wenn er zur Schule geht, ist er auch ein Schüler der Akademie, oder nicht? Was sagst du dazu, Erin? Der Antrag ist nicht mit den Regeln vereinbar. Meine Haltung dazu ist negativ. Ein Unentschieden also. Na, dann fragen wir doch mal den Champ der Blaubeerliga nach seiner Meinung. Sag an, yo. Mir ist es egal, wer sich mir entgegenstellt. Ich verliere eh nicht. Damit wär's dann wohl entschieden. Aber yo! Levi, so ein manipulatives Verhalten ist ein absolutes No-Go. Wie, die Jungs denken nur ans Kämpfen und die Mädels nur an die Regeln. Na super. Sorry, Tim. Jetzt haben wir dich schon fast dazu gezwungen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Aber überleg doch mal, so könntest du deine Freundschaft zu Yo vertiefen, hä? Und keine Sorge, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Jedenfalls solltest du dich jetzt auch offiziell anmelden. Komm, wir gehen direkt zum Anfang am Eingang. Ja, okay. Ist Levi eigentlich auch Teil der Top 4? Weil es waren nur 3 und der Champ. Also wahrscheinlich schon. Ja, stimmt. Die lassen die Top 4 abstimmen. Ist ja klar. Eigentlich hätte ich schon mal Bock, das Zimmer von dir anzusehen.
So, mal kurz spannend. Ah ja. Ja, du bist eine kleine Naschkatze. Bämon. Ein Faxokölia und ein Hypomorba oder wie der heißt. Ein Dummiese, ey. Ja. Okay. Stimmt, ich sollte mal. Wird mal das Outfit anziehen von ihm. Kann man sich hier nicht umziehen? Nein. Nicht schlafen. Naja, der Eingangsbereich. Weil ich jetzt schon mal Bock eigentlich. Warte mal. Will ich mal schnell fliegen? Einfach nach. Wo war die? Ah, Mesalona City. Wieder den Friseur ewig lange suchen und nicht finden. Sehr lustig. Wäre wieder typisch eigentlich. Aber naja. Ich hoffe, ich finde diesmal direkt. Weil die Friese ist eigentlich ganz lustig. Ja, die Frage. Ich verlaufe mich halt nur allzu gerne. Okay. Ah ja, man kann das ja zum Glück markieren. Beloste Leute. Ding Dong. Da einmal Friese ändern. Blaue Style-Karte, ja. Mit 3000, ja. Was gibt's Neues? Ah, das war Kitakami. Wie sieht das aus? Ach du Scheiße. Okay. Interessant. Ja. Nee. Ach, das ist geil. Stoppelfrisur mit Muster, sag ich mal. Ja, das ist eher so Frauenfrisur. Okay, haben wir noch neue Farben? Eigentlich müssen wir das rot machen. Wegen dem Pokéball-Logo. Finde ich gut. Oder? Oh, das Purpur oder? Wobei Blau wäre halt gut. Oh, Platinblond. Aber weil sie doch damals voll schöne Haare. War kein. Oh? Aber ich finde die Karmesinfarbe richtig cool. Doch, Blauhammer. Aber das weiß ich nicht. Mein Puppe aber echt schon geil. Karmesin? Machen wir Karmesin. Finde ich nice. Jetzt müssen wir noch unser Outfit ändern. Das wird die Blaubeer-Akademie richtig wundern, weil ich ja aus Purpur-Akademie komme, aber lass uns bei Karmesin, weil ich ärgere mich immer noch, dass ich da nicht mich nicht für Karmesin entschieden habe. Aber egal. Ich habe auch mit Purpur Spaß. So, in welchem Geschäft kann man sich nochmal umziehen? Ab hier. Aber nicht alles, oder? Blaue Style-Karte. Ich glaube, hier gibt es so Taschen. Scheiße, ey. Beige. Ja, aber vom Aussehen her gefällt er mir nicht. Vielleicht der blaue.
Ah, nee. Der Lacklederrucksack, ey. Welchen habe ich aktuell? Ich glaube, ich habe aktuell gar keinen. Doch. Aber pack die Scheiße weg, ich will keinen haben. Kann ich den absetzen eigentlich? Oder muss ich eintragen? Boah, die sehen halt alle, die meisten sehen halt hässlich aus. Ja, wo ist denn hier die Boutique? Ob da. Ja, wie rein und wie breit bist du denn? Bam. Rein da. So, was habt ihr denn hier? Handschuhe nur. Aber Handschuhe sind jetzt so ein bisschen unnötig. Ich hab hier echt eine Hüte. Ha, geil, Alter. Nee, Anglerhut will ich nicht. Ja, wo ist denn hier die richtige Boutique? Modestraße. Da. Wobei, da sieht es aus, als ob es da nur Socken gibt. Und hier nur Schuhe, oder was? Ja, nee, will ich nicht. Die Laufschuhe sind auch schick. Du musst ja eigentlich die blauen Laufschuhe holen, oder? Oh, die roten sind auch schick, ey. Aber die blauen sagen mir so ein bisschen mehr zu. Komm mal vorbei, ich bin ja reich. Okay. Jetzt mal gucken. Ich hole mir die blauen. Ja. Perfekt. Dann machen wir jetzt das nächste. Die Socke. Die Socks. Ist echt nur Socken. Strumpfhose? Ich will keine Strumpfhose. Warum zweifarbig? Nein. Ich will nicht. Ja, gibt es hier nur Brillen wahrscheinlich? Ja, oder? Wo gibt es denn hier mal wirklich alles? Nein. Na, oh, ich hasse das, wenn wir mal rausgehen, Alter. Boah, beenden bitte. Mach weg. Ja. Gibt's ja auch mal T-Shirts? Nein, nur Hüte. Aber Hüte. Okay. Aber warte mal. Hier und er. Da muss es doch eigentlich. Das ist Chanera, ja? War hier echt nichts? Hier echt nur Handschuhe. Wo gibt's denn den restlichen Scheiß? Hier ist ein Kaffee. Alter, ich finde mich hier absolut nicht zurecht. Vielleicht bei Botobeutel. Beutel.
Ich denke mir halt hier bei der Modestraße, aber hier gibt es nur Schuhe, Socken, Brillen, Hüte. Und hier hinten ist nichts. Geh ich mal zum Botobeutel. Botobeutel. Alles. Ja, stimmt, dass er hier hinten. Aber ich habe halt Schiss, dass es da auch nichts gibt. Was ist das hier? Essen. Bodo-Beidel? Was ist mit dir jetzt los, Alter? Nee. Einfach nee. Mal ehrlich, wo kann man sich denn hier... Ist das echt nur Bodo-Beutel hier? Aha. Da kann man sich ganzen Scheiß kaufen oder was? Alter. Naja. Ja, ich weiß halt leider immer noch nicht. Was ist hier? Eine Sackgasse? Sagen nee, aber hier ist doch irgendwas. Was geheim ist. Ne, ist eine Sackgasse. Scheiße. Weiß immer noch nicht, wo man sich umziehen kann. Kann man sich das im Inventar abziehen? Anscheinend. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Naja. Ja, Schanera auch nicht. Wenn die das endlich mal übersichtlich machen würden, aber machen sie leider nicht. Bisschen traurig, aber egal. Ja, noch in anderen Städten. Wie riecht sie das? A. Tango White. Tango White war ja was anderes. Nee, ich flieg einfach mal hier hin. Wie riecht sie das? Und mal gucken. In eine andere Stadt, ja, vielleicht habe ich da mehr Glück. Ich weiß halt echt nicht, wo man diese Outfits anlegen kann. Ich dachte, das könnte man einfach im Inventar machen, geht aber nicht. Was soll denn das? Belastico. Ja, Belastico. Okay. Ich habe auch gesehen, dass es da noch andere Läden gab, die Modestraße. Vielleicht gibt es da was Schönes. Wieder zu meiner Enigmara, die geile Streamerin. Seid ihr nur für Rucksäcke da? Nee, ihr habt fast alles. Rucksäcke, ja. Kappe. Stimmbänder. Aber sie sehen nicht so geil aus. Nee, brennen aber nicht. Ah, schade eigentlich. War das hier? Gibt's Essen? Ah ja, gut. Nein, ich Pokédex auch mal. Ey, jetzt mal ehrlich, wo kann man sich denn hier umziehen, Alter? Weiß ich, hatte schon beim letzten Mal da Probleme, aber schon lange nicht mehr gespielt.
Hier gibt's so Picknicksachen, ey. Boah, Schmutz, Alter. Ah, da gibt's Socken. Schuhe. Hüte. Ja. Wie und wo und was und wann? Nein, du wolltest nicht mir reitern. Da bin ich halt jetzt echt überfragt. Aber eigentlich müsste ich ja mal T-Shirts geben. Hier und er. War da nicht auch schon vorhin gerade? Oder gab's das nicht? Gab's da nicht eine Rucks... Warte mal. Ja, war lost gewesen. Wahrscheinlich bin ich einfach lost gewesen. So, T und R. Nee. Hä? Das ist so dumm. Einzige Chance, sage ich noch mal Segwide. Oh ne, da waren wir ja schon. Kommen wir irgendwie gar nicht recht. Oder ne, wir waren schon bei Veresidat. Warte mal. Rucksäcke brillen. Ja. Naja, geil. Find das mal bis zur nächsten Folge raus und dann sehen wir uns dann wieder und ich sage jetzt erstmal ciao.